Es kommt ja darauf an, was man unter Anwerbung versteht. Jetzt gerade meinen wir den Punkt, dass ein Arbeitgeber, ein Pflegeunternehmen in Deutschland und ein Arbeitnehmer, das ist hier eine Pflegefachkraft, die in einem Drittstaat, in einem Land außerhalb der EU lebt, sich füreinander entschieden haben und die Pflegefachkraft demnächst nach Deutschland einreisen soll, um hier in Deutschland den Anerkennungsprozess zu beenden und dann als Pflegefachkraft beim Arbeitgeber arbeiten kann. Bis das möglich ist, sind ja viele formelle Hürden zu gehen. Und da ist gerade die Zeit zwischen, man hat sich im Ausland füreinander entschieden, bis man kann die Pflegefachkraft kann in einen Flieger steigen und nach Deutschland kommen, kann gut genutzt werden. Wie das genutzt wird, wer dafür zuständig ist, ist idealerweise schon vor Absprache, vor Unterzeichnung des Arbeitsvertrages abgesprochen worden. Das Wichtigste dabei ist, dass man als Pflegeeinrichtung Mitarbeitende hat, die richtig gut Kontakt aufbauen zu den Pflegekräften, die noch im Ausland sind, die ja demnächst zum Team dazustoßen. Das heißt, hier gemeinsam zu schauen, wie kriegt man Kontakt gehalten, wie oft mit Videokonferenzen, mit Telefonkonferenzen, was zeigt man sich da, was spricht man da ab. Hier kann sich ein Pflegeunternehmen direkt positionieren und die bestmögliche Vorbereitung machen, damit, wenn die Pflegekräfte dann in Deutschland auf der Fußmatte stehen, es gar keine Stolpersteine mehr gibt.